Und aus Berlin ist mir nun Daniel Ecker zugeschaltet, Finanzredakteur bei uns bei der Welt. Daniel, ich grüße dich. Hallo Marie. Also alles wird eher teurer. Insofern müssen wir dringend darüber sprechen, was man selber noch tun kann, wo es überhaupt noch was fürs Geld gibt. Worauf sollten denn Sparer im nächsten Jahr achten? Also wenn man die Experten der Banken fragt, dann ist 2024 am Ende alles so, wie es jetzt im Moment ist. Die haben sich den DAX angeschaut, die haben sich die Zinsen angeschaut, den Eurokurs angeschaut und sagen praktisch in jedem Fall, Ende 2024 wird es genauso sein wie heute. Also würde praktisch in dem Jahr gar nicht groß etwas passieren. Ich glaube aber, dass man selber als Anleger doch sehr viel tun kann. Die Zinsen, die sind jetzt auf einem Niveau, dass sie nicht mehr weiter steigen werden, tatsächlich. Aber am Aktienmarkt, da sind auf jeden Fall noch Chancen zu sehen. Das heißt, Tagesgeld sollte man lieber gleich sein lassen und eher wirklich in Aktien investieren? Also Tagesgeld, da kann man jetzt so im Schnitt 2% mit erzielen. Es gibt sogar Angebote bis 4%. Das kann man jetzt noch ausnutzen. Man kann auch noch Festgeld machen. Aber man sollte nicht damit rechnen, dass im Frühjahr oder im Sommer da noch höhere Zinsen drin sind. Also da haben wir jetzt so eine Art Gipfel erreicht. Es gab ja eine Zeit lang auch noch sehr, ja, ich sag mal, Lockangebote von Banken, dass man da entsprechend auch noch mal hohe Zinsen versprochen hat. Können wir auf sowas auch wieder rechnen? Also lohnt sich auch ein Bankwechsel? Das hat sich in letzter Zeit sehr gelohnt, gerade mit diesen Lockangeboten. Aber ich glaube, da ist jetzt auch erstmal die Spitze erreicht. Also 2024 wird es weniger von diesen Lockangeboten geben. Deshalb ist, wer jetzt schon diese Zinsen eingeloggt hat für sich, der war ganz gut beraten. Trotzdem sollte man natürlich immer schauen, was es an Angeboten gibt. Das ist natürlich gerade für die Jüngeren ist das eine Gelegenheit, noch ein bisschen mehr Zins rauszuholen. Und umgekehrt gilt das natürlich auch für die Baufinanzierung. Also wenn man einen Kredit aufnehmen will, dann sollte man auch sehr genau vergleichen, bevor man etwas abschließt. Nun ist ja eigentlich der Klassiker für Sparer, die jetzt nicht so firm sind mit Aktien, sind ja ETF-Sparpläne. Also, dass man sein Geld breit gestreut auch entsprechend anlegt. Ist das auch weiterhin eine Empfehlung, die auch im Jahr 2024 nicht falsch sein wird? Man kann sagen, dass fast alle mit ETFs besser fahren, als wenn sie selber einzelne Aktien aussuchen würden. Das hat sich über die Jahre bewiesen. Und ETFs gibt es ja in der Form, dass man wirklich in den gesamten Aktienmarkt der Welt investieren kann. Man würde sich also nicht auf ein Land wie Deutschland, was viele Probleme hat, konzentrieren. Man würde auch amerikanische Aktien nehmen, man würde auch japanische Aktien mit drin haben. Und deshalb sind eigentlich ETFs fast in jedem Fall die bessere Alternative. Daniel, vielen Dank für diese, ja, Tipps für Sparer und Anleger, dir einen guten Rutsch ins neue Jahr.